Einen wunderschönen guten Tag hier aus Bochum. Good Bank steht hier drauf und mein Gast ist von der GLS Bank, ein Vorstand, Herr Neukirch, Andreas Neukirch. Ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie auch. GLS Bank. Viele sagen GLS Bank, das ist bei den Drogeristen gibt es DM und bei den Banken gibt es irgendwie GLS Bank. Stimmt der Vergleich? Ja, das hat vielleicht was mit einer Personalunion zu tun. Aber ansonsten ist das kein besonderer Vergleich. Also Good Bank heißt für uns, dass wir möglichst ein Best Practice liefern wollen bei der Frage, wie könnte Banking so sein, dass es den Menschen dient und nicht irgendeiner Gewinnmaximierung. Im Moment ist es so, der schlimmste Job in Deutschland ist FDP-Vorsitzender und der zweitschlimmste Job ist Banker. Also, Sie sind ja Banker. Können Sie irgendeinem Zuschauer noch raten, irgendeine Bankausbildung zu machen? Ja, bei uns im Zweifel. Ne? Also ich fühle mich jetzt überhaupt nicht schlimm als Banker, weil wir uns wirklich damit beschäftigen, wie könnte Banking anders aussehen? Also was muss man da bedenken, dass es realwirtschaftliche Wirkungen hat, dass man Zukunftsinvestitionen finanziert, also die uns weiterbringen gesellschaftlich. Und wenn man so antritt, und da gibt es auch viele Kollegen, dann fühlt man sich als Banker nicht schlecht. Ne? Aber es gibt natürlich etliche, die aus alten Denkmustern nicht rauskommen und die sich da mit ihrer Kapital- und sonst was Mehrung beschäftigen. Und die mögen natürlich im Moment in der Sinnkrise sein. Und wenn die dann auch noch von ihren Kunden aufgepiekst werden, dann fühlt man sich unwohl. Sie hören sich voll lieb an, wie so ein lieber Bankvorstand. Also bei Simpsons, weiß nicht, ob Sie Simpsons kennen, da gibt es Ned Flanders, das ist so der liebe christliche Nachbar von Homer Simpson und das ist so ein Gutmenschentyp. Ja, sind Sie so ein Gutmensch? Also so diese... Also es ist richtig, dass wir häufig so assoziiert werden, das ist schon so. Aber für mich gilt dann eine ganz wichtige Unterscheidung. Also wenn ich nur das Gute im Schlechten oder das Richtige im Falschen machen will und mich darauf begrenze, dann ist das klassisch Gutmensch. Ich tue da was und dann war es das. So. Also für mich ist meine Welt in Ordnung. Das ist aber überhaupt nicht unser Antritt. Unser Antritt ist, dass wir herausfinden wollen, was könnte das Gute für eine gesellschaftliche Zukunft sein und insofern auch als Finanzierer tätig werden. Und dann ist es mehr die Frage, könnte ein gut gemeintes Bankgeschäft auch gesellschaftliche Wirkung entfalten. Und dann kommt es aus dieser Nischenbetrachtung raus, dann ist es nicht einfach nur Gutes im Schlechten, sondern dann kann es einen Beitrag leisten zur Verwandlung gesellschaftlicher Vorstellungen über den Umgang mit Geld. Schauen wir uns mal die Speisekarte an. Ja. Was haben Sie denn so für Produkte? Also wenn ich jetzt, ich nehme an, ich werde bei Ihnen, ich bin übrigens bei Ihnen Kunde, das muss keiner wissen, wenn ich bei Ihnen Kunde werde, was bieten Sie mir eigentlich? Also was kann ich mir da bestellen? Ja, also es kommt tatsächlich zu uns niemand zufällig, weil es gibt genügend Banken in Deutschland, es gibt genügend Banken mit Direktbanktechnik oder mit Beratung vor Ort in der Nachbarschaft. Also kommen die Leute alle, weil sie nach was Bestimmten suchen und das ist bei uns die Transparenz der Geldverwendung. Weil diese Transparenz der Geldverwendung, also Nachweis, wohin die Kredite gehen, das ist das wesentliche Unterscheidungskriterium gegenüber eigentlich allen anderen Banken, die konventionell unterwegs sind, in der ersten Linie. Und wenn dann die Kunden sich damit beschäftigt haben, dann kommt in der zweiten Linie dieser Gesichtspunkt, und in welchem Bereich würde ich als Kunde selber gerne investieren, also diese Entscheidung, wohin soll mein Geld fließen. Und beide Elemente zusammen bedeuten für die Kunden, dass sie einen Bewusstseinsfortschritt machen können, und zwar in einem sehr praktischen Sinne. Also sie müssen einfach nicht am Bankschalter ihr Nachdenken abgeben, sondern sie können sich damit beschäftigen, was passiert eigentlich mit dem Geld, wenn das, wie man heute so umgangssprachlich gerne sagt, arbeitet. Und es arbeitet ja nicht unter einer Bankschaltertheke sozusagen und vermehrt sich, sondern es hat eine Wirkung bei einer bestimmten Kreditierung, bei einer bestimmten Finanzierung. Und diese Wirkung kann ich, wenn man zu uns kommt, quasi beeinflussen. Bildung, Soziales, ökologische. Genau, kommen wir mal zu den Produkten. Also was kann ich denn sagen? Ich sage dann, hier, Sie haben 10.000 Euro von mir, Herr Neukirch, und Sie sagen mir dann, das können Sie jetzt da und da anlegen und ich kann das selbst bestimmen. Wo, was zum Beispiel? Naja, also der Unterschied ist, technisch gesprochen können Sie bei uns die Produkte wählen, wie Sie die auch bei einer Genossenschaftsbank oder bei einer Sparkasse kennen, also ein Termingeld, einen Sparbrief und so weiter. Das ist die technische Ebene. Also so einen Vertrag habe ich dann nachher. Aber anders als bei anderen Banken ist das bei uns damit verbunden, dass man sagt, so, ich möchte, dass diese 10.000 Euro Sparbrief in einer bestimmten Richtung wirken. Also zum Beispiel eine Initiative
finanzieren, die im Schulbereich tätig sind. Und dann geht das Geld, was wir in diesen Sparbriefen haben, quasi in die große Richtung Schulfinanzierung. Ja? So, das ist eigentlich das, was dann inhaltlich mit dem Geld passiert. Und wenn Sie Erfahrungswerte mit anderen Banken haben, dann brauchen Sie sich hinsichtlich der konventionellen Banktechnik nicht umstellen. Die ist so, wie Sie das bei jeder anderen Bank auch kennen. Spannend. Haben Sie jetzt im Rahmen der Euro-Krise so auch eine Occupy-Zeltstadt vor dem Haus? Also das mit der Occupy-Zeltstadt war bei uns ja genau andersrum. Ich weiß nicht, ob sich das schon rumgesprochen hat. Als die das erste Mal in Frankfurt aufliefen, war dann irgendwann schlechtes Wetter und sie fühlten sich nicht gut und dann haben wir sie zum Duschen eingeladen. Also bei uns in der Frankfurter Filiale sind dann einige Occupy-Leute zu uns gekommen und haben sich bei uns wieder frisch gemacht und so. Herr Neukirch, also Sie sind ja subversiv. Wir hatten das sozusagen mit umgekehrten Vorzeichen. Nein, aber weil es ist schlichtweg die Verwerfung im Finanzsystem, um die es dort geht, Occupy, die haben mit uns schlichtweg nichts zu tun. Also das ist nicht die Welt, in der wir so arbeiten, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen ja, dass die dienende Funktion von Finanzinstituten wieder erkennbar wird, ja? Und nicht die Selbstzweck. Was glauben Sie, was beschäftigt die jungen Leute da, wenn die ihre Zelte aufschlagen vor der Deutschen Bank? Also ich glaube, das ist ein Spannungsverhältnis zwischen Ohnmacht und Aktivwerden. Also diese Ohnmacht, dass diese Großsysteme irgendwie sich nicht verändern lassen wollen, von denen wir alle so ein bisschen so ein Distanzgefühl haben, sondern wie kann man da was ändern? Also die Ohnmachtseite. Und auf der anderen Seite aber zum Glück, je jünger, desto deutlicher, den Willen aber trotzdem unbedingt was zu ändern. Sondern dieses Spannungsverhältnis kommt da zum Ausdruck und wird auch mit Sicherheit was bewegen. Da bin ich sicher. Jetzt frage ich Sie persönlich, was Sie hätten ja auch irgendwie ein Apotheker oder so werden können. Warum sind Sie erstens Banker geworden und dann auch noch Banker bei der GLS Bank? Das ist nicht so spannend, wie man denkt. Also als ich mich entscheiden musste, Banker zu werden, war das nicht so ein besonders bewusster Vorgang. Zu den Zeiten, als ich das gemacht habe, war Bank noch einer der sichersten Berufe der Welt. Und da mein Vater in der Zeit sehr krank war, hat er mir nahegelegt, was Sicheres zu tun. Also hochkonventionell irgendwo was Sicheres zu machen. Mehr erstmal nicht. Allerdings habe ich dann sehr früh, und mein Lehrherr weiß, worüber ich spreche, also sehr früh mich immer damit beschäftigt, ob das eigentlich alles so sein muss, wie es ist. Und war dann natürlich froh, dass ich Jahre später auch mal drauf gestoßen bin, dass man Banking anders machen kann. Spannend. Was ist das Aufregendste an Ihrem Job? Also wenn ich so diese Banker in Frankfurt frage, ich unterhalte mich ja mit denen, dann sagen die, jeder Tag ist anders, so viele Möglichkeiten von China, Japan, bis also die Börsen etc., die sind auch ganz aufgeregt. Schaut ein Tag bei Ihnen auch so aus oder was ist das Aufregende in Ihrem Job? Also wenn bei mir Kurznachrichten aufpoppen, dann ist das keine Börsennachricht oder sowas. Also damit habe ich eigentlich irgendwie gar nichts zu tun. Und trotzdem ist auch jeder Tag anders. Sie können sich vorstellen, wenn eine Bank im 15., im 16. Jahr zweistellig wächst, dass dann die Herausforderung, wie das so eine Gesamtorganisation leisten kann, auch mit einem hohen Zeitraffer versehen sind. Also da trifft man eben auch unternehmensrelevante Entscheidungen nicht so einmal im Jahr, sondern im Monatsrhythmus oder im Quartalsrhythmus. Und das macht natürlich Spaß. Und es ist nicht nur ein Treffen von Entscheidungen, sondern wir sind natürlich als relativ kleines Institut mit mal gut 400 Mitarbeitern immer noch so nah am Tagesgeschehen, dass wir uns auch vieles davon wirklich selbst erarbeiten. Und das macht besonders Spaß, das ist richtig. Also insofern viele Veränderungen, ja, wie bei anderen Bankern auch, aber sie zielen auf was anderes. Sie zielen auf die Fähigkeit der Bank, das zu leisten, was sie sich vornimmt. Ich habe mich das vorletzte Mal mit Wolfgang Grupp, dem Textilunternehmer, unterhalten und der hat gesagt, ich halte sehr viel von Wachstum, aber nicht in Stückzahlen, sondern in der Qualität meiner Produkte. Ja, was halten Sie davon? Also das könnte ich sofort unterschreiben und das ist auch eine Herausforderung, vor der wir im Moment stehen. Als wir vor 10 Jahren die Ökobank integriert haben, da war die qualitative Anforderung, dass das Bankgeschäft insgesamt breiter wird. Also dass wir die verschiedenen Produkte, die Sie als Kunden kennen, auch anbieten können. Das war damals der qualitative Schritt. Und der ist heute weitgehend abgeschlossen. Es gibt eigentlich nichts, was man bei uns nicht auch machen könnte, im Sinne eines Vertrages über Geldanlage oder Kredit und so weiter und Service. Und jetzt kommt die Phase, dass wir sagen, unsere besonderen Merkmale wie die Geldverwendung, die wollen wir noch viel lebendiger machen für alle Kunden.
Und da kommen uns natürlich die Entwicklungen, wie man sie heute kennt, ob das Blogs sind, ob das andere Kommunikationsplattformen sind, sehr entgegen, dass wir die Nähe zu der Geldverwendung, also wo landet das Geld, in welcher ökologischen Landwirtschaft, in welcher regenerativen Energie, in welcher Schule, dass wir die für die Kunden so sichtbar halten wie möglich. Also dass man googeln kann und dann sagt, oh, ich sehe da vorne meinen Demeterhof in der Nachbarschaft, der läuft wieder mit neuen Investitionen und so. Also das qualitativ sichtbar machen und damit die Leute gesprächsfähig halten. Also dass unsere Kunden gesprächsfähig sind über die Frage, was könnte richtige Geldverwendung sein. Das ist die qualitative Herausforderung für uns. Das hört sich total spannend an. Also ich höre da auf jeden Fall mehr raus als das hauptsächliche Bankgeschäft. Also Sie haben so irgendwie einen Gestaltungsanspruch auch für diese Gesellschaft. Also kann das Bank leisten, Gesellschaft prägen, Kulturmuster prägen? Naja, also offensichtlich leistet es das auf jeden Fall, denn ob ich das will oder nicht will, passieren tut's. Also das merken wir jetzt an den großen Institutionen im Bankgeschäft, also die weltweit agierenden, systemrelevanten Banken, die gestalten in höchstem Maße unsere Verhältnisse. Wie auch immer willentlich oder wie auch immer irgendwie nicht mehr gut gesteuert, passieren tut das sowieso. Die Frage ist, gehe ich damit aktiv und bewusst um oder lasse ich es zu? Und wir gehören eben zu denjenigen, die die dienende Funktion des Geldes aktiv gestalten wollen. Und uns freut das schon, wenn das Kreise zieht, sich mit dieser Art von Banking zu beschäftigen. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Ja, das habe ich schon mal gehört. Josef Ackermann. Also Führungspersönlichkeit, überhaupt keine Frage. Seine Ausführungen in den letzten zwei Hauptversammlungen zum gewissenhaften Umgang mit Geld lesen sich ausgesprochen interessant und positiv. Aber man sieht, dass von der Äußerung bis zu einer Wirkung im Unternehmen offensichtlich unglaubliche Verzögerungen sich abspielen. Zweiter Begriff, Islamic Banking. Da habe ich wenig Berührungspunkte. Ich glaube, dass sozusagen die Religionsintendierung von ökonomischen oder gesellschaftlichen Fragen derzeit eher belastende Assoziationen mitbringt als befördernde. Dritter Begriff, Währungsreform. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schuldenprobleme zu lösen. Währungsreform ist eine davon. Ich selber bin kein Kind der Währungsreform, also ich habe keine persönlichen Erfahrungen und insofern kann ich da eigentlich nichts zu sagen. Also ich habe da kein persönliches Verhältnis. Glauben Sie, uns steht eine Währungsreform bevor? Währungsreform in diesem engeren Sinne könnte sein, im Zusammenhang mit Austritt oder sonst etwas im Euroraum. Ich glaube aber mehr, dass wir ein Mix von verschiedenen sozusagen Entwertungsphänomenen erleben werden. Und ob das eine förmliche Währungsreform ist, das weiß ich nicht. Lieben herzlichen Dank, Herr Neukirch, für dieses Gespräch. Und ich bedanke mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten, und empfehle Banken wie die GLS Bank und die Ethik Bank. Man darf da hinwandern. Ansonsten grüße ich euch und all meine Abonnenten und mein Gast beim nächsten Mal. Ganz was anderes, der Börsenkorrespondent und Entertainer Mick Knauf. Bis zum nächsten Mal.